Liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben, denn jetzt dreht sich alles rund um das Thema beste Bild- und Tonqualität. Und das ist ja wirklich enorm wichtig und wird auch immer wichtiger, denn ja, der Fernseher und natürlich aber auch die Musikanlage ist ja mittlerweile so der zentrale Platz, wo sich abends die Familie versammelt, einen schönen Film schaut oder die Nachrichten schaut oder einfach mal vernünftig Musik genießen will. Und wie man das am besten macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern mit meinem Kollegen, den Lutz. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, wäre schade, wenn du alleine da hier auf dem großen Sofa sitzt. Mit Satellitenflachantennen. Ja, genau. Nee, zu zweit ist doch viel schöner und zu zweit macht es da auch viel mehr Spaß. Ist doch einfach so. Ja. Das bezieht sich aber jetzt nicht gleich auf unsere Satellitenantennen mit zwei Eingängen. Da kommen wir auch gleich zu. Die sind natürlich dann noch ein bisschen schöner. Aber wir starten erstmal mit der Basis, nämlich mit unserem Satellitenreceiver. Weil vielleicht haben Sie ja auch schon eine Schüssel und sagen sich, ach, eigentlich brauche ich da so einen Receiver. Warten Sie mal ab, denn vielleicht haben Sie es ja auch genauso wie zum Beispiel bei mir, dass man sagt, ich habe ja einen neuen Fernseher, der steht im Wohnzimmer. Und den zweiten Fernseher, den nutze ich im Schlafzimmer, aber eben halt nur mal, um eine DVD zu gucken. Aber warum eigentlich nicht auch beim zweiten Fernseher im Schlafzimmer, im Gästezimmer, wo es auch sei, einfach so einen kleinen Receiver hinterherhängen. Ich halte jetzt mal die Hand daneben, der ist nämlich, Sie sehen das ja gerade mal so hier im direkten Vergleich, quasi eine Handbreit nur groß und der Preis, der ist angemessen klein. Aber lassen Sie sich dadurch bitte nicht ins Boxhorn jagen, denn dieser Receiver, der hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Der hat nämlich alles, was man braucht und sogar noch ein bisschen mehr, wo man sagt, das geht ja schon in den Luxusbereich rein. Hier sehen wir jetzt mal die Rückseite mit den Anschlüssen. Die Antennen natürlich selbstverständlich, aber vor allen Dingen auch Internet, HDMI. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was die allermeisten von Ihnen jetzt als relevant empfinden. Hier also die Verbindung HDMI-Kabel zu Ihrem Fernseher. Aber da sind wir nämlich jetzt wieder beim Thema alter Fernseher. Vielleicht hat der noch gar kein HDMI, funktioniert aber trotzdem. Dann werden Sie Sonnenanschluss da hinten dran haben, den guten alten SCART. Und das ist eben genial, dass wir jetzt hier bei dem Receiver auch diese alten Fernseher anschließen können und mit neuesten Satellitensendern ausstatten können. Mhm. Das ist eben das, weil auf Satellit, da haben wir ja hunderte von Kanälen. Nicht nur deutschsprachige, sondern im gesamten europäischen Raum. Oder wenn Sie vielleicht auch auf einen anderen Satelliten gehen als Astra, es gibt ja auch noch Eutelsat und viele andere, können Sie sogar auch viele ausländische Sender empfangen. Und da gibt es ja dann auch mal ganz andere Programme, ganz andere Formate. Sehr witzig teilweise auch, sehr informativ. Oder Sie sagen auch, naja, ich würde ja zum Beispiel auch gerne mal meine Urlaubsfotos oder Videos auf dem großen Bildschirm mir anschauen. Auch kein Problem, schauen Sie mal hier vorne. Da gibt es nämlich auch noch eine USB-Buchse. Das heißt, da packen Sie jetzt einfach Ihren USB-Stick rein mit Ihren Inhalten. Wie gesagt, Fotos, Videos, was es auch sei. Und hier, da ist auch ein Media-Player mit drin. Das heißt, die werden auch gleich wiedergegeben und dann eben hinten über die Ausgänge, je nachdem, wie Sie verkabelt haben, HDMI oder SCART, an Ihren großen Fernseher geschickt und dort wiedergegeben. Fernbedienung ist natürlich auch mit dabei. Ich möchte mal ganz kurz auf den wichtigsten Sender von allen hier hinweisen. Natürlich. Der ist natürlich vorprogrammiert. Warum der wichtigste? Weil Sie ganz einfach hier wieder mal bares Geld sparen. Weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Satellitenreceiver für 25 Euro. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Hand aufs Herz. Weil wenn ich in den Laden gehe und mal gucke, so ab welcher Preisklasse geben die so los, so 80 Euro mal ein Schnapper vielleicht für 70 Euro. Die meisten sind im dreistelligen Bereich. Das heißt, ein kompletter Satellitenreceiver mit allem drum und dran ist für 25 Euro quasi geschenkt. Nicht zuletzt, ich habe zum Beispiel gerade mich vor der Sendung noch mal mit meinem Kollegen Ralf unterhalten. Den kennen Sie ja auch. Und der erzählte mir, weißt du was, ich habe mir den nämlich auch gerade geholt. Warum? Er hat zwar einen neuen Fernseher, aber er sagt, wie immer, wenn der ein Update macht, der Fernseher, und das kann er nicht verhindern, das geht vollautomatisch, sind seine Sender wieder durcheinander. Also hat er sich jetzt genau diesen Receiver nämlich auch geholt und sagt sich, wunderbar, da bleiben die Sender, wo sie sind und wo sie hingehören. Und das können Sie jetzt, wie gesagt, auch. Von daher so oder so für jedwede Zielgruppe für 25 Euro auf jeden Fall ein Gewinn. Ein richtiger Alleskönner für 25 Euro. Zum einen ist er ganz klein und platzsparend. Das freut natürlich uns Frauen. Dann hat der die Möglichkeit, dass Sie einen SCART-Anschluss haben. Das heißt, Sie können den alten Röhrenfernseher sogar noch anschließen. Viele haben so einen ja tatsächlich
noch im Gästezimmer oder irgendwo stehen. Plus Fernbedienung mit der Pearl TV Direktwahltaste, damit Sie auch keine Schnäppchen mehr verpassen. Ich finde ja, bei 25 Euro, den sollte man einfach haben, den kann man immer gebrauchen. Ja, ich habe den auch schon zweimal mitbringen müssen, weil bei 25 Euro sagen einfach alle, Mensch, komm, brauche ich. Was man aber auch braucht, ist natürlich ein Receiver. So, und da reden wir jetzt von drei verschiedenen. Die sehen erstmal gleich in der Bauweise aus, haben aber natürlich verschieden viele Anschlüsse. Hier sehen wir sie schön, 1, 2 und 4. Und mit dem ersten wollen wir beginnen. Natürlich, wenn ich jetzt in einem Single-Haushalt wohne, wenn ich einen Fernseher habe, einen Receiver, reicht der mir vollkommen aus? In der Regel ja. Das heißt also, das ist so dieser Klassiker, dass man einen Receiver hat und damit ein Fernsehprogramm schauen kann. Es gibt zwar Twin Receiver, das heißt zum Beispiel ein Programm sehen und ein anderes aufzeichnen. Wenn Sie so ein Gerät haben, werden Sie es wissen. Da kommen wir dann gleich zu. Aber ich sag mal, für den Standardhaushalt ist genau sowas ideal. Allen drei Varianten, wie gesagt, zum Doppelten und zum Quad kommen wir gleich noch. Allen drei Varianten gemein ist diese Bauweise. Und das ist eben das Geniale. Schauen Sie sich das mal an, wie ultra flach die heutzutage sind. Das heißt, ich brauche keine Schüssel mehr, die dann, Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, so Anfangstage im Satellitenfernsehen, 120 Zentimeter, dann wurden die irgendwann klein mit 60 Zentimetern, immer noch ein Riesentrümmer. Das heißt, schwer zu transportieren und vor allen Dingen eine riesige Angriffsfläche für den Wind. Hier, sowas, das packen Sie direkt an die Hauswand. Das heißt, also selbst wenn der Wind mal irgendwie hier drauf strömen sollte, hat er nicht diese Angriffsfläche wie bei einer Schüssel, weil hier ist es ja komplett gerade, direkt an der Hauswand dran. Das ist schon mal der erste Vorteil. Zweiter Vorteil ist, es ist natürlich an sich schon mal dezent vom Format her. Und vor allem, jetzt kommt der Kracher, das hier vorne, das ist ein Kunststoff. Den können Sie bemalen oder auch, wenn Sie mögen, bekleben. Hauptsache keine metallhaltige Sprühfarbe oder sowas. Und egal, was Sie da jetzt drauf machen, damit können Sie die ganze Schüssel quasi tarnen. Also hier, das ist so ein Klassiker, das ist ja fast schon so ein Suchbild. Jetzt wird es deutlicher, wo ist die Antenne? Aber stellen Sie sich das mal vor, Sie haben jetzt zum Beispiel so ein Haus mit diesen typischen roten Klinkern draußen. So, und wenn Sie, es gibt so Folie, ich habe das auch schon gesehen, genau in so einem Klinker-Design. Und wenn Sie das jetzt da draufkleben, sieht man die Antenne überhaupt nicht. Ist natürlich ideal für alle, die da vielleicht sich fragen, ah, mag mein Vermieter das, darf ich das hier, sieht das gut aus? Stänkern da die Nachbarn oder wenn man sie nicht sieht, stänkert da auch keiner rum. Und das, wie gesagt, ist ja nur eines von vielen Beispielen hier, wie Sie das Ganze, können Sie auch selbst sich so ein bisschen freien Lauf lassen hier, das Ganze bemalen. Also das ist einfach klasse. Und nicht zuletzt auch ein Riesenvorteil, weil Sie sehen ja hier hinten das hier. Das ist die Empfangselektronik. Das ist schon alles. Hier dieser kleine Kasten. Das heißt, es sitzt nicht mehr wieder irgendwas hier vorne, wie Sie es noch von den Schüsseln her kennen. Da war dann ja immer dieses Metallgestänge und die LNB, diese Empfangseinheit, die war ja hier vorne. Heißt natürlich vor allen Dingen auch, dem Wetter ist sie ausgesetzt. Insbesondere jetzt um die Jahreszeit Schnee. Sobald da ein bisschen Schnee drauf ist, kommt man wieder rausrennen, wieder alles wegputzen, damit man wieder ein klares Bild hat. Hier hinten sitzt jetzt das Empfangsteil, die Empfangseinheit hier innen drin, wettergeschützt. Und das ist das Geniale. Das heißt, hier, da prallt jetzt Wind und Schnee und Regen und Wetter einfach dran ab. Also die sind einfach absolut genial, leicht installiert und vor allen Dingen auch so ein Detail. Haben Sie das zum Beispiel gesehen? Hier haben wir ja auf der Seite auch noch diese zusätzliche Skala. Ich drehe Ihnen das einmal um, da sieht man sogar noch ein bisschen deutlicher. Hier, da. Das heißt, ich kann auch den Anstellwinkel hier direkt schon mal anhand dieses kleinen Nupsis da vorne, den wir da sehen, schon mal direkt ausrichten. Sie wissen, erstmal grob Richtung Süden, dann den Anstellwinkel korrekt einstellen. Da haben Sie schon mal 90% der Miete im Kasten. Die restlichen 10%, die zeigen wir Ihnen da gleich noch mal. Das Feintuning, da haben wir auch für Sie ein entsprechendes Zubehör. Aber ich bin von denen absolut begeistert. Die sind super. Die sind super. Ich habe die übrigens mal beim Spazierengehen entdeckt. Da hatte jemand eine Fototapete von seinem Hund drucken lassen und hat das dann auf diese Satellitenflachantenne geklebt. Schön. Fand ich auch süß. Also warum auch nicht? Ja. Kann man ja machen. Muss man natürlich nicht. Ob ich das jetzt tarne wie meine Hauswand, das sehen wir gleich hier nochmal, oder mit Foto beklebe oder einfach weiß lasse, das ist natürlich Ihnen überlassen. 113,91 Euro jetzt für einen Anschluss, also Single LNB. Wenn Sie sagen, einer reicht,
reicht mir nicht, dann warten Sie noch 2 Sekündchen, denn das haben wir gleich auch noch mit mehr Anschlüssen. Die Bestellnummer für einen Anschluss ist die PX1383 und die 569. Wie gesagt, die sind auch sehr unempfindlich gegen Wind und jegliches Wetter. Die sehen super schick aus. Ich kann sie bekleben, ich kann sie bemalen. Und ja, hinterher freut man sich dann natürlich auch als Frau, wenn das dann alles schön schlüssig und bündig ist, weil so eine Flachantenne stört uns Frauen ja immer so ein bisschen, weil die normalerweise nicht schön aussehen. Bei Flachantenne denke ich immer an diese runden gelben Schüsseln mit so einem Smiley drauf. Furchtbar, so sahen die ja früher aus. Aber mittlerweile werden die ja immer schöner. So, wir haben das Ganze noch mit 2 Anschlüssen, hast du mitgebracht, ja. Wenn ich jetzt noch ein paar mehr Fernseher anschließen will, ne? Ganz genau. Also, wenn Sie diesen klassischen Fall haben, dass Sie sagen, ich habe einen Anschluss im Fernseher, einen Fernseher im Wohnzimmer, so war das, und einen anderen Fernseher habe ich im Schlafzimmer, dann ist für Sie hier diese Twin LNB ideal. Oder wie gesagt, falls Sie so einen Twin Receiver haben, dass Sie sagen, ich habe nur einen Fernseher, der steht im Wohnzimmer, aber kann halt 2 Programme gleichzeitig empfangen, also eins sehen, eins aufzeichnen, dann bitte hier diese zweite Variante mit dem Quad LNB wählen. Da können Sie eben halt 2 Anschlüsse jetzt hier dran packen. PX1384 und die 569 ist hier für die Bestellnummer für 2 Anschlüsse. Auch das natürlich wieder beklebbar. Ja, und hier sehen Sie nochmal alle Vorteile. Zum einen ist sie natürlich ultra flach, wie das ja schon der Name sagt. Sie ist wind- und wetterunempfindlich. Sie können die natürlich auch überall mit hinnehmen. Zum Beispiel ideal beim Einsatz beim Campen. Und es ist natürlich unauffällig, weil ich das hier schön in die Umgebung integrieren kann, bekleben kann, bemalen kann, wie man das gerne will. Für kleines Geld noch zusätzlich 142 Euro hier für 2 Anschlüsse mit der PX1384 und der 569. Wenn Sie sich jetzt allerdings nicht sicher sind, Sie sagen, naja, ich habe in einem Wohnzimmer stehen und in einem Gästezimmer, weiß aber nicht, meine Kinder, die sind jetzt gerade in einem Alter, wo die sagen, Mensch, ich will irgendwann auch meinen eigenen Fernseher haben, weiß man ja nicht, ne? Und dann kommt vielleicht noch ein zweites Kind hinzu oder man ist sich einfach nicht sicher, wie viel brauche ich jetzt, dann macht man jetzt mit so einem 4er-Anschluss nichts falsch oder du teilst dir das mit der Nachbarn, Doppelhaushälfte geht ja auch, ne? Ja, absolut. 2 für jeden paritätisch geteilt, klar. Oder Sie sagen sich, Moment, das mit diesem Receiver für 25 Euro, das ist ja eine geniale Idee. Dann sind Sie ja wahrscheinlich schon bei 2 oder 3 Anschlüssen. Dann wäre mein Tipp ja persönlich, nehmen Sie sich im Zweifelsfall lieber die Quad-Variante, weil Sie haben ja gesehen, der Aufpreis ist relativ gering. Um die 20 Euro, weil es könnte ja immer mal sein, dass man mal sagt, oh, jetzt habe ich doch noch einen neuen Fernseher. Der alte, der kommt ins Gästezimmer zum Beispiel. Dann hat man insgesamt 3. Und was macht man dann? Neue Antenne kaufen. Ärgert man sich. Deswegen lieber jetzt eine Antenne kaufen, wo ich vielleicht erstmal einen Eingang bzw. Ausgang freilasse. Und dann habe ich da ein bisschen Reserve. Das wäre mein persönlicher Tipp. Aber ja. Ihnen steht ja jetzt die Auswahl offen. Wir haben hier nochmal die Übersicht für Sie. Single, Twin oder Quad-Satellitenschüssel. Genau, Antenne, pardon. Genau, Schüssel hat man früher gesagt. Ja, aber ich glaube, man nimmt einen das auch nicht übel, wenn man jetzt noch Schüssel sagt. So, also was wichtig natürlich ist, egal ob Schüssel oder nicht Schüssel, wichtig ist für Sie die Bestellnummer und natürlich die passenden Anschlüsse. 1 Anschluss, 2 Anschlüsse, 4 Anschlüsse, da haben Sie jetzt die Wahl. So, nun funktioniert das natürlich nicht mit Luft und Liebe. Natürlich, das muss angeschlossen werden mit einem Kabel. Jetzt gibt es Kabel im Fachmarkt, die kosten dann um die 15 Euro, sind dann aber auch nur 10 Meter lang. Und irgendwann stellt man fest, ups, sie reicht nicht. Bei uns gibt es die für 6,56 Euro mit 25 Metern. Und ich kann mir die auch zurechtschnippeln, wenn mir das zu lang sein sollte. Richtig, genau. Also das ist jetzt 25 Meter lang, hochwertigstes Kabel. Und vor allen Dingen auf beiden Seiten schon mal komplett bestückt. Das heißt, Sie sehen hier die beiden F-Stecker. Der mit dem schwarzen, das natürlich für draußen. Das heißt hier, das ist der Windschutz. Aber Sie können an der Seite hier selbstverständlich auch sagen, ich muss hier mal um 10 Meter oder wie viel Meter auch immer kürzen. Können Sie das selbstständig anschließend wieder draufschieben. Dann hier wieder den wetterfesten Stecker drüber. Also das ist das Außenteil, das ist das Innenteil. Genial. Und unterschätzen wir 25 Meter nicht. Ich habe das nämlich vorhin hier einmal ausgerollt, weil ich das immer schön sauber zusammenrollen wollte. Da war ich platt, hinten am anderen Ende der Halle war ich angelangt. Also 25 Meter ist gigantisch. Das bekommen Sie mit der PX5181 und der 569. Und jetzt haben wir was Tolles. Sollten Sie zur Miete wohnen, dann können Sie natürlich jetzt den Vermieter fragen, darf ich da mal durch die Wand ein Loch bohren, damit ich hier mein Kabel durchlegen kann? Oder viel intelligenter und ohne den Vermieter zu fragen, geht es hiermit.
Ganz genau. Und das ist jetzt eine Fensterdurchführung, die ultra flach ist, um genau zu sein, 0,25 mm. Also ein Viertelmillimeterchen flach. Und dementsprechend können Sie nämlich auch jedes Fenster, jede Tür wieder schließen. Da kommt kein Wind durch, da kommt kein Regen durch, da kommt kein gar nichts durch, außer das Empfangskabel bzw. Signal. Denn Sie sehen ja hier die Leiterbahnen, also bis dorthin einmal mit klassischem Kabel, ab dort auch wieder mit dem klassischen Kabel weiterleiten, aber durch das Fenster durch, schauen Sie sich das mal an, das ist quasi so breit wie ein Haar, so dünn. Schauen Sie sich das mal an, das ist ja fast unsichtbar von der Breite her, wie so ein Stück Zeitungspapier oder ein DIN A4-Blatt, Sie wissen, sowas von dünn, leitet aber das Signal der Satellitenantenne wirklich qualitätsverlustfrei durch das Fenster durch, ohne dass Sie ihn dann Loch bohren müssen. Also genau. Das gehört eigentlich einfach mit dazu, am besten gleich mitbestellen, kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Und das Fenster bleibt dicht, also ist jetzt nicht, weil Sie das da durchführen, dass dann jetzt irgendwie ein Luftzug durchkommt. Das Fenster bleibt zu 100% dicht, aber Vorteil natürlich, Sie müssen hier kein Loch durch die Wand bohren, sondern Sie verbinden das hier einfach mit dem Kabel und natürlich dem Anschluss. 6,56 € für unsere extra flache Premium-Fensterdurchführung mit 30 cm hier. Das ist natürlich Wahnsinn. PX5306 und die 569, das ist der TV-Sonderpreis. Der ist gültig jetzt und die nächsten 2 Stunden. Und nun muss ja so eine Satellitenflachantenne, das weiß sogar ich, irgendwie ausgerichtet werden. Jetzt kann man sich natürlich grob beim Nachbarn richten, aber grob kann immer noch zu einem krisseligen Bild kommen. Ja, ne? Jetzt könnte ich einen Techniker kommen lassen, zahle damit Anfahrt und Arbeitsstunde so um die 100 €. Ja. Oder ich stelle mich selbst aufs Dach und guck, wie steht der Wind, oder? Das ist gut, das ist sehr gut. Oder vor allen Dingen, das richtet sich nach dem Wind. Also ja. immer, wenn der Nordwind bläht. Nein, Quatsch. Also wir alle reden ja wahrscheinlich zu 99,99% über Astra. Astra, die Satellitenfamilie, die liegt von hier aus, von unseren Breitengraden aus gesehen, exakt Süden in 36.000 Kilometer Höhe, um genau zu sein. Dementsprechend schon mal grob nach Süden ausrichten. Da hilft Ihnen der eingebaute Kompass bei. Bei den Satellitenschüsseln selbst oder bei den Satellitenantennen liegt selbstverständlich auch schon ein Kompass bei. Also grob ausgerichtet ist er. Jetzt packen Sie bei der allerersten Installation unseren Satellitenfinder dazwischen. Also zwischen die Antenne und Ihren Receiver. Und der zeigt nämlich dann wirklich mit einer Digitalanzeige auf das Prozent genau an, wie stark das Signal ist. Das heißt, da können Sie wirklich ganz exakt, also hier sind es 95%, 96, 97, 98, 99, so, hier habe ich besten Empfang. Warum das wichtig ist, weil es kann ja doch mal tatsächlich regnen oder schneien. Wenn da die Empfangsqualität runtergeht, hat man Einbußen. Wenn Sie aber wirklich das bestmögliche Signal eingefangen haben, sind diese Qualitätseinbußen dann so marginal, dass man es normalerweise ohne Labor nicht bemerkt. Wenn man aber sowieso schon vielleicht bei 50% nur liegt und da gehen dann nochmal 10% runter, dann merkt man es. Da fängt es ja an zu schneien, im Fernsehen diesmal aber. Das will man nicht, deswegen so ein Satellitenfinder einmalig. Nachdem Sie das ausgerichtet haben, kommt er wieder weg. Klassisches Kabel dran, fertig ist die Laube. Können Sie vielleicht auch dem Nachbarn mal ausleihen, tut ja was für die Freundschaft, weil der wird es Ihnen danken, wenn Sie sagen, boah, wo haben Sie denn so ein tolles Bild hier? Ja, Satellitenfinder, das ist der Trick. Na, vor allem für 18,91 €, wenn Sie in einem, ja, irgendwo an der Nordsee wohnen, wo es stark windet und sich das wieder dann nicht richtig ausgerichtet ist, kann man die ja immer wieder einsetzen. So, und wir machen weiter vom besten Bild. Kommen wir jetzt zum besten Ton, nämlich mit unseren Soundbars. Und da haben wir jetzt gleich 2 Stück für Sie vorbereitet. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einen schönen Film schauen möchte, dann ist ja nicht nur das Bild wichtig, sondern auch der Ton. Eigentlich ist, also für mich ist der Ton ganz entscheidend. Ja. Für mich muss der Ton sogar fast noch besser sein. Klar, beides ist wichtig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich sogar für den Ton entscheiden. Und jetzt haben wir eine Soundbar für 56,91 €. Das ist ja irre. Ich habe noch nie im Elektrofachgeschäft eine Soundbar für unter 60 € gesehen. Du? Nee, ehrlich gesagt, auch ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil normalerweise ist der Preis ja schon von der UVP her 100 €. Wenn man sowas mal sieht, ist es schon ein Schnapper. Aber
Ich sag mal so, für all jene, die sagen, ich habe dieses Problem mit dieser Verständlichkeit, sind 56,91 Euro ein ganz, ganz kleines Geld. Denn diese Flachbildschirme, die wir ja alle heutzutage, ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich auch einen im Wohnzimmer stehen, schauen uns vielleicht wahrscheinlich sogar gerade von dort aus zu, dann kennen Sie das. Die haben ein großes Bild, gestochen scharf, super. Die sind so dünn, alles wunderbar, aber die haben alle ein Problem. Die haben halt nicht wie diese klassischen Röhrenfernseher, die wir wahrscheinlich auch noch alle kennen, links und rechts, die Lautsprecher, die sind nach vorne weg. Jetzt sind die Lautsprecher in der Rückseite verbaut, in der Rückseite des Fernsehers wohlgemerkt, der an einer Wand steht. Das bedeutet das in der Praxis? Also als würde ich so mit dir reden. Genau, ja. Genau. Also das ist nämlich genau das. Das heißt, der Klang geht erstmal vom Fernseher an die Rückwand, an den Fernseher, an die Rückwand, an den Fernseher, an die Rückwand, an den Fernseher, an die Rückwand und dann irgendwann mal vielleicht über viele, viele Umwege an Sie. Ist doch logisch, dass man nicht mehr genau versteht, was der da vorne quatscht. Egal, ob es jetzt die Nachrichten sind, eine Talkshow, Pearl TV, Ihre Lieblingsserie, irgendein Film. Ich kenne das selbst, man macht automatisch lauter, aber es nutzt nichts. Man versteht die nicht besser. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Deswegen, Soundbar ist die Lösung, weil hier, da haben Sie jetzt wieder diese Lautsprecher, die legen Sie unter Ihren Fernseher. Sieht totschick aus und dann geht halt der Klang wieder direkt zu Ihnen. Damit haben Sie wieder diese Verständlichkeit, die Sie von den alten Röhrenfernsehern her vielleicht kennen und sagen, Mensch, das waren noch Zeiten. Ja, holen Sie sich die zurück. Hier haben wir jetzt Stereo und vor allen Dingen 100 Watt Musik Spitzenleistung. Das Ganze können Sie jetzt übrigens befeuern, entweder per USB, per Kabelanschluss oder sogar auch drahtlos per Bluetooth. Das heißt, nicht nur zum Fernsehgucken ideal, sondern zum Beispiel auch zu Musik hören, wenn Sie sagen, vom MP3-Player, vom Smartphone oder Tablet aus. Einfach per Bluetooth hier drauf streamen und wunderbare Musik genießen. Und von der Spitzenleistung kommen wir zu einer Spitzenpressestimme, denn wir wurden, beziehungsweise unsere Soundbar wurde getestet. Und was dabei rausgekommen ist, das wollen wir Ihnen natürlich mal einblenden mit unserer Pressestimme. Eine Empfehlung sehen wir hier. Mit dem Fazit bietet tollen Sound für jeden Flachbild-TV. Darüber hinaus kann sie dank der HiFi-tauglichen Musikwiedergabe auch spielend die alte Stereoanlage ersetzen und sogar drahtlos per Bluetooth angesteuert werden. Also das ist natürlich eine tolle Empfehlung. Und klar, der Klang, wie du gesagt hast, eine absolute Spitzenleistung. Das hören wir hier. Und egal, was ich damit höre, ob ich jetzt sehr basslastige Musik höre oder einfach mal so zarte Konzertmusik, ist einfach ein Traum. Ja, einfach ein Traum, so wie unser Preis. Nochmal, also für sowas normalerweise mindestens 100 Euro. Vielleicht, wenn Sie mal Glück haben, irgendwie ein super Sonderangebot für 90 Euro oder sowas. Dann ja, aber hier jetzt für unter 60 Euro, das ist einfach ein kracher Preis. Und wenn Sie sich schon immer gefragt haben, ist das wirklich so gut, ist das doch jetzt die Gelegenheit, es einfach mal auszuprobieren. Und Sie werden begeistert sein, egal ob Sie es jetzt für die Musikwiedergabe benutzen, für Ihre Lieblingsserie. Oder wie gesagt, selbst bei den Nachrichten und bei den Talkshows und so weiter. Ich weiß, wovon, also ich spreche da aus eigener Erfahrung, wie gesagt. Das ist einfach ideal, wenn man jetzt sagen kann, ich höre wieder alles, ich verstehe wieder alles. Und das eben halt, ohne dass ich da die Lautstärke bis auf Maximum regeln müsste und die Nachbarn schon rüberkommen und sagen, dürfen wir mitgucken. Also das ist einfach die ideale Lösung. Ja. Und ideal ist natürlich auch der Preis von 56,91 €. Das ist wirklich ein Preis-Leistungswunder mit der ZX1752 und der 569. Gefällt mir als Frau persönlich gut, weil sie klein ist. Unscheinbar kann man gut im Fernseher integrieren, ohne dass es jetzt groß und sperrig ist. Es sei denn, man holt sich, Mann mit Doppel-N oder mit einem N, die Wuchtbrumme schlechthin. Denn wer das erstmal... Du meinst jetzt nicht mich, vermutlich. Nee, ich meine hier unser nächstes Produkt. Denn wenn man das einmal erlebt hat, und ich meine jetzt nicht gehört hat, sondern das erlebt man. Das erlebt man, das ist wirklich ein Wahnsinnsklang. Du, ich habe sowas bisher nur im Kino gehört, so ein Klang. Ganz genau, das ist es nämlich. Also ich würde sagen, wir machen zunächst mal das Verdeck ab, dass Sie schon mal genießen können, während ich mal das Kinophänomen aufkläre. Denn schauen Sie sich das mal an. Wie genial ist das denn? Schon mal allein von der Optik her hat man doch schon mal was zum Hingucken, nicht nur zum Hinhören. Aber wenn Sie das kennen, dass Sie gesagt haben, Mensch, im Kino fand ich den Film super. Ich habe da an den Nägeln gekaut und im Sitz gehockt und boah, war das genial. So, und dann guckt man den gleichen Film zu Hause im Fernsehen und sagt sich, ach, pff, ja, war nett.
Ja, aber irgendwie so, ja, so begeistert hat es mich nicht. Das kommt von dem Klang. Das ist nämlich genau das, dass Sie den, also Sie haben das große Bild mit Ihrem Fernseher, wahrscheinlich auch in 4K UHD sogar schon, senden wir ja auch, deswegen alles super, aber es fehlt einfach der adäquate Ton und der macht mindestens 50% aus, deiner Meinung nach sogar noch mehr. Ja. Nicht umsonst gibt ja Hollywood Millionen dafür aus, für die Soundtracks, für die entsprechenden Effekte, für den 3D Surround Sound und das ist nämlich genau das, was Sie im Kino haben, aber zu Hause nicht. Oder Sie müssten, wie ich das auch früher getan haben, 7 Lautsprecher im gesamten Zimmer verteilen. Furchtbar. Vorne Mitte, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und ein Subwoofer. Und das alles verkabelt. Herzlichen Glückwunsch, sage ich dann nur. Meine Frau war immer restlos begeistert, sage ich Ihnen. Verständlich. So, heutzutage macht man das über so eine Soundbar. Die stellen Sie sich vor den Fernseher. Und das war's. Und dann arbeitet das Ganze. Deswegen haben wir ja insgesamt 15 verschiedene Lautsprecher hier verbaut. Und durch ganz, ganz clevere, moderne Algorithmen ist es möglich, mit dieser Soundbar quasi über Bande zu spielen. Und zwar gezielt und bewusst und berechnet. Das heißt, ein Teil des Klangs geht an die Seitenwände, an die Rückwände und erreicht sie von dort. Das heißt, Sie haben wirklich rundum Sound. Ich weiß, das klingt so ein bisschen, wenn man es noch nie im Leben gesehen und beziehungsweise gehört hat, sagt man, ach, das kann doch nicht funktionieren. Ich versichere Ihnen, ich war genauso skeptisch, als ich meine erste Soundbar mit 3D Surround Sound gehört habe. Viele Jahre schon her, aber heutzutage sind die so genial ausgereift. Hier sehen Sie mal das Schaubild. Sie sitzen in der Mitte und Sie werden sich garantiert beim allerersten Mal, wenn Sie da plötzlich ein Geräusch hören von hinten, Sie werden sich umdrehen. Was war denn das? Das kommt tatsächlich von hinten. Das funktioniert. Das ist eben das Sensationelle. Mittendrin dass Sie diesen Surround Sound haben wie im Kino und damit packend und fesselnd wieder diese Filme genießen können, wie sie ursprünglich gedacht waren, wie sie im Kino kommen. Aber ich rede viel zu lang rum. Ich würde sagen, wir starten einfach mal die Wiedergabe. Und da sehen wir allein jetzt schon. Sehen das ja hier. Wir haben Höhen, speziell dezidierte Lautsprecher. Mitten und vor allen Dingen hier. Schauen Sie sich das mal an. Das ist der halbe Subwoofer sozusagen, weil von denen haben wir 2 verbaut. Können wir mal kurz lauter machen, damit man das noch sieht? Ja, natürlich. Warte. Genau, man sieht das regelrecht hier. Aber hau ruhig mal rein. Wir haben ja 250 Watt Musikspitzenleistung. Da wackeln die Vibratoren hier, die entsprechenden Subwoofer. Das ist sensationell. Diese Membrane, die haben einen Hub, dass wir sogar vorne... Oh. Ja, kannst du auch mal ein anderes Stück machen. Dass wir nicht nur an den Seiten, sondern auch vorne die Ausgänge haben, um diesen Hub zu kompensieren. Hier sieht man es, Moment, da zum Beispiel ist einer, da drüben ist der zweite. Die haben einen dermaßen kräftigen Bass hier. Mach euch mal ein anderes Stück, ist kein Problem. Ja, einfach, dass man mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was es bedeutet, so eine Soundbar zu haben. Weil gerade diese ganz, ganz tiefen Bässe, diese ganz, ganz tiefen, die man so mehr in der Magengrube spürt, als dass man sie mit den Ohren hören kann. Genau die sind es nämlich, die diese Gänsehauteffekte erzeugen. Wenn das eben so spannend wird. Das ist auch ein Gänsehaut. Das ist eben das Sensationelle. Und kristallklare Höhen, das ist das, wo man sagt, oh Mensch, ist das romantisch. Hört ihr das an? Romantisch. Ist das nicht Während genial? Wir die Titelmusik zu Forrest Gump uns anhören, schauen wir uns noch mal gleichzeitig eine Pressestimme an. Denn wir beziehungsweise die Soundbar wurde getestet. Hier sehen wir mit der großen Auvisio Soundbar kann man es einen Zacken stärker krachen lassen, bis die Nachbarn protestieren. Na klar, bei 250 Watt Spitzenleistung. Außerdem wirkt gerade auch die TV-Sprache über die 300 € Soundbar deutlich klarer und präsenter. Vor allen Dingen, wenn man die mitten über die Fernbedienung entsprechend anhebt. Also das ist natürlich ein Wahnsinnsklang. Guck mal, und egal, ob wir jetzt hier sehr basslastige Musik haben oder ob das wirklich so ganz zarte Klänge sind. Es kommt einfach alles wirklich gut rüber und das ist ja dieses Phänomen, was man auch im Kino erlebt, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt mittendrin, ja, weil der Klang von überall kommt. Das ist ja dieses 3D. 3D bedeutet eben von links, rechts, oben, unten, Mitte, oben, rechts. Es ist wirklich Wahnsinn, was man hier erlebt. So sieht das mal aus. Also holen Sie sich das Kino-Feeling nach Hause. Nicht nur jetzt, weil es so ein kristallklarer Klang
Klang ist und weil es sensationell aussieht und weil alles dran ist, was man sich auch nur wünschen kann, inklusive drei HDMI-Anschlüsse und. Aber das Entscheidende ist eben halt, dass man dieses Feeling hat wie im Kino. Dass es so tränenschluchzend schön ist, dass es so wuchtig interessant ist bei den Actionfilmen oder bei den Thrillern, dass man an den Nägeln kauen möchte am liebsten, weil es so spannend ist. Tun Sie mir den Gefallen, hören Sie sich das mal an. Ihre Lieblingsstelle in einem Film ohne Ton, Sie werden den nicht wiedererkennen. Deswegen, das hier ist mindestens die halbe Miete. Na, stell dir auch mal so Filme vor, die eben von der Musik leben. Dirty Dancing oder was weiß ich. Stell dir mal vor, wie langweilig wäre das. Oh, erhebt sie, oh, toll. Aber liebe Zuschauer, überzeugen Sie sich am besten selbst. Wie gesagt, das ist wirklich was. Also damit kann man es auf die Spitze treiben. Und normalerweise kriegt man solche Soundbars nicht für unter 600 Euro. Mit so einer Spitzenleistung kann ich nur sagen, ran ans Telefon. Ja. Denken Sie auch an die Satellitenflachantennen, ja, und unseren kleinen Receiver für 25 Euro. Jetzt schnell ran ans Telefon. Viel Spaß. Freude.